So, Freunde, und willkommen. Samstag, 12 Uhr. Und es gibt Formel 1. Und zwar genau das Qualifying hier in Ungarn. So, wir machen natürlich hier das gleiche wie immer. Einmal kurz Motor. Okay, es sollte fett. Ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying-Session zu erreichen. Versuche wird es. Wird es. Also, wir haben das Qualifying. Ich habe es runterlaufen lassen in der letzten Folge. Wir haben es auch gewonnen. Hat sich nicht mehr so viel getan auf dem Leaderboard. Und. Leaderboard. Auf jeden Fall. Ja, sollten wir hier locker in Q3 reinkommen und dann. Eieiei. So aggressiv hatte ich den. Ja, Curb kann man das nicht nennen, aber diese Betonplatte gar nicht in Erinnerung. Okay. Also wir sollten es auf jeden Fall schaffen, hier locker in Q3 reinzukommen. Und vielleicht wird es ja sogar ein zweiter Erfolg, nachdem wir letzte Woche ja so sensationell gewonnen haben. So, und auch ohne doofe DRS-Verbesserung sollte das hier wirklich gut von der Hand gehen. So, Kollege macht Platz. So, kein Problem, Herr Peak. Scheiße. Ach Mann, ey, was muss der uns da auch so scheiße blockieren? Das war knapp, ne? Ah, schade. Ist halt die Frage, kommen wir da anders vorbei, wenn der keinen Platz macht? Junge, mach doch einfach ein bisschen Platz. Ich bin doch auf einer schnellen Runde. Ah, und dann dreht der. Ey, aber es gab jetzt, glaube ich, keine Strafe. Kriegen wir hier auch eine Sicht, wo man uns von einer anderen Seite aussieht? Ich glaube, der dreht sich, ne? Ja, aber da ist er auch dran schuld, wenn er sich dreht. Also ich glaube, das gab keine Strafe. Das wäre ein bisschen ärgerlich, denn 10 Plätze nach hinten versetzt zu werden. Klasse. Und da habe ich natürlich nicht aufgepasst. Ach, ärgerlich. Aber machen wir einfach noch eine zweite Runde. Jetzt sind die Reifen auch dreckig. Leute. Also ab in die Garage. Ah, da war die Konzentration im Keller. Gut. Also auf ein zweites und diesmal ohne blöden Franzosen vor uns. Nichts gegen die Franzosen, aber der Charles Pic, der stand jetzt wirklich im Weg. So, Massa, lassen wir die mal alle ein bisschen wegfahren. So, hinter uns, da sollten wir vor dem bleiben. Okay, die meisten vor uns fahren eh in die Box, hinter uns wahrscheinlich dann auch. Aber die paar Meter Vorsprung lassen wir den Massa noch. Ja, alle. Gut, dann gehen wir mal Gas. So, und 2 Sekunden ist mal eine Ansage. Ist halt nur die Frage, wie viele gute Zeiten es schon gab. Aber da es einen 22. Platz gibt, scheinen schon alle eine Zeit zu haben. Aber es gibt halt wirklich viele Stellen hier an der Strecke, wo man sich gerne mal drehen kann. Das heißt, das wird eine besondere Gefahr für uns sein. Im Rennen müssen wir daher so oder so extrem gesittet fahren. So, halbe Sekunde ist noch übergeblieben. So, und das war jetzt zu viel des Guten. Das war jetzt zu viel des Guten.
Also, wir müssen hier so ein bisschen wieder in den Rhythmus finden. Ey, warum? Das war jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, das Einschlagen, als dass wir uns da hätten drehen müssen. Na gut. Vielleicht sind die Reifen auch durch, keine Ahnung. Wir werden es nochmal probieren mit einer Runde. Und sollte das nicht hinhauen, müssen wir uns nochmal neue Schlappen rausholen. Entschuldigung, dass ich dem ins Wort gefallen bin, aber das war echt knapp. Ach was, ey. Okay, bremst du uns ab? Box, bevor dir der Sprit ausgeht. Komm in den nächsten zwei Runden rein. Naja, wahrscheinlich jetzt schon. Also im Training fand ich die Strecke besser, aber da haben wir, glaube ich, auch nur eine Umdrehung gemacht. Eieieiei. Oh, ich ahne ganz Schlimmes, Leute. Vor allem Ungarn, die Strecke ist auch dafür bekannt, dass man wirklich nicht überholen kann. Oder wirklich sehr schwer nur. So, komm, wir wechseln einmal die Reifen. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier eine gute Zeit hinkriegen. Das kann ja gar nicht sein. So, wir sind immer noch 18. So, und los geht's jetzt. Endlich mal hier. Und ich konzentriere mich jetzt mal, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Nur noch etwa 5 Minuten. So, und das sah bisher eigentlich ganz gut aus. Könnte ein dicker Vorsprung sein. 5 Minuten bleiben in dieser Session. Ja, also der erste Sektor ist echt unser. So, bei der Schikane müssen wir natürlich aufpassen, dass wir da nicht zu extrem rüberkommen, sonst hebelt es einen aus. Und auch hier haben wir nicht gerade die beste Linie gehabt. Aber es sieht immer noch gut aus. Und Perez, beweg deinen Arsch weg. Oh Mann, ey. Also ich habe schon gesehen, der wollte Platz machen, aber sah jetzt unglücklich aus. So, und das sollte doch jetzt reichen. Du bist jawohl. Boah. Aber du verlierst ein bisschen Zeit in Sektor 2. Ein bisschen ist gut. Wir hatten 2 Sekunden Vorsprung in Sektor 1. Und dann 2 Sekunden Rückstand am Ende. Wern, schnellste Runde. Was geht denn da ab? Ah, okay. Wir haben keine 2 Sekunden insgesamt, sondern nur eine halbe Sekunde jetzt.
So, das sah besser aus. Noch 3 Minuten. Haben wir noch eine Rückblende? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Na gut. Da haben wir auf jeden Fall was verloren, aber die Zeit könnte trotzdem noch besser sein als die, die wir schon haben. Und 16. Platz ist jetzt alles andere als ein sicheres Weiterkommen. Sechster. Sechster Platz. Okay, das reicht mir für den ersten Sektor. Der war nicht so richtig toll. Ist richtig schlecht. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. So, dann gucken wir mal in die Sektoren. Was haben wir denn hier? Sind richtig gut, aber du verlierst ziemlich viel in Sektor 3. Ja, erster Sektor, wie gesagt, halbe Sekunde besser als der erste. 1,5 Sekunden besser als der zweite. Zweiter Sektor, verlieren wir ein bisschen was. Fast eine Sekunde auf den ersten Platz. Und 25,24. Oh, auch der dritte Sektor ist nicht so toll. Da müssen wir noch ein bisschen was tun, aber das sollte jetzt für Q2 locker reichen. Gute Arbeit, du bist für die nächste Session qualifiziert. Danke, danke. Und dann wollen wir auch direkt weitermachen mit Q2. Und diese Strecke da, also ich habe echt Bedenken, dass 2 Rückblenden ausreichen. So viele Fehler, wie man hier theoretisch machen kann. Das Rennen, das wird wirklich, ja, sehr anstrengend werden, glaube ich. So, aber jetzt erstmal Q2 unter die Top 10. Und wenn möglichst mit dem ersten Versuch. So, geht schlechter. So, und jetzt mach Platz. Danke. Oh, zu schnell. Das war nicht gut. Den haben wir schon mal besser gefahren. Ja, komm, ey. Hau richtig einen raus hier. Okay, also Vollgas ist da doch nicht angebracht bei der einen. So, aber ich bleib mal auf der Strecke, damit wir noch eine zweite schnelle Runde fahren können. So, und dann gleich eine hinterher und hoffentlich eine gute. So, bis hier ganz gut. Jawohl. Kurz vorm Dreher, ganz knapp. Ist immer ein gutes Zeichen. Oh ja. Also, der zweite Sektor war auch sehr gut. Das könnte bisher reichen für die Top 10.
Sollte. Jawohl. Und vierter Platz. Eine. Ja, zwei Zehntel eigentlich nur Rückstand auf Herrn Alonso. Können wir noch eine Risikorunde hinter dran fahren? Die haben wir diesmal richtig gut erwischt hier. So soll man sie, glaube ich, auch fahren. Ja, komm. Das sollte auch so reichen. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr großartig rummachen, denke ich. Fünfter sind wir. Boah, und ganz knapp alles. Immer noch Fünfter. Ja, also da müssen sich welche Teils schon um eine halbe Sekunde verbessern. Das wird wohl nicht mehr hinhauen für die. Das sollte... Ja, also wir können es nochmal vergleichen. Erste Sekunde ganz stark. 1,3 Sekunden schneller als Alonso. Zweiter Sektor eine halbe Sekunde langsamer. Und hier dritte, der muss richtig schlecht sein. 23,5. Ja, zeigt uns leider keiner an. Aber da wir ja Rückstand haben, müssen wir da auch eine halbe Sekunde verlieren auf den Alonso. Aber sei es drum. Du hast Q3 erreicht. Gut gemacht. Genau das ist es. Genau das ist es. Alonso scheint richtig gut drauf zu sein hier. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich will eigentlich keine Plätze verlieren mehr auf den. Keine Punkte mehr verlieren auf den, sondern wenn möglichst auch mit kleinen Schritten rankommen. So, also wir holen uns nochmal neue Reifen. Und dann ganz schnell raus und ab irgendwie Top 5 oder Top 3 noch besser. Oder einfach eine Pole fahren. Mit den mal gucken. Du eigentlich früher pushen können, wenn sie mal auf Temperatur sind. Ich hab die gerade gewechselt, du Vogel. So, und los geht's. Ah, hätten wir ein bisschen schneller fahren können. Bisschen weiter ausfahren, die Kurve. Hier genau das Gegenteil. Also hier muss man aufpassen, dass man auch nicht zu langsam fährt bei der Schikane. Ah, bis auf die letzte Stelle sah es ganz gut aus. Aber eigentlich eine ganz gute Rundenzeit bisher. ...1,26,0. Das waren wir schon mal langsamer. Ah, hier hat er wieder Gas weggenommen und auch DRS wieder ausgemacht. Okay, lassen wir's. Das war nix. Gut, dann gucken wir mal, was die erste Runde hier wert war. Oha, ist schon Fünfter. Wenn sich nicht. Dritten Startreihe. Sechster. Okay, ich glaube, wir sollten nochmal gucken, ob wir da noch was bewegen können. Na, zwei Runden haben wir noch Zeit. Wenn wir innerhalb der nächsten 30 Sekunden übers Ziel kommen, wahrscheinlich sogar 3. Ja, 3 Runden haben wir Zeit. So, lassen wir nochmal kurz Abstand, aber jetzt müssen wir Gas geben.
ganz spät auf der Bremse gewesen. Aber das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Oh! DRS wieder zu früh. So, und ich hoffe für den Vettel, dass er gerade ausgerollt war und nicht auf einer schnellen Runde war. So müssen wir hier rumfahren. Weil da neigt man einfach zu langsam auch zu sein bei den Dingern. Und da verliert man Zeit, auch wenn man zu langsam ist. Was geht noch? Und Vierter. Runde. Damit solltest du eine Weile ganz oben stehen. Dass das so knapp ist da vorne, ist echt ärgerlich. Mir fallen 5 Stellen ein, wo wir 2 Zehntel noch hätten schneller sein können. Gut, ja. Rückblende müssen wir hier nehmen eigentlich. So weit nach außen, gleicher Fehler. Komm, machen wir es so, dass wir vielleicht alles auf die letzte Runde nochmal setzen. Gut, es war schon doof jetzt in so einer Runde. Wir warten erstmal ab. Ich habe da aber nicht gerade Regentropfen gesehen, oder? Doch, es regnet. Aber doch nicht morgen, ne? Heute darf es meinetwegen den ganzen Nachmittag über regnen. Und danke sehr. Okay, komm an die Box. Ja, Leute. Lassen wir's, das wird nichts mehr. Das Auto müssten wir jetzt reparieren. Das ist einfach zu knapp vorne, die Abstände. Und mit dem 5. Platz sollten wir eigentlich ganz nach vorne kommen. Platz 5. Im Rennen morgen sollten einige Punkte drin sein. Ja, Ziel ist es natürlich primär vor Alonso zu kommen. Und ja, wenn möglich natürlich zu gewinnen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann.